Heute geht es um das Thema Spargel. Dazu bin ich beim Spargelhof Kleisto und begrüße Frau Winkelmann. Hallo Frau Winkelmann. Hallo. Ja, der Spargelhof Kleisto ist ja wirklich also ein großes Gelände und ein Mekka für junge Familien. Wie viel Hektar, Quadratmeter hat denn das Gelände hier? Ja, also wir können so sagen, es sind ungefähr 1,5 Hektar, wo bebaute Fläche ist und mit Terrassen und Spielplatz. Natürlich grenzt daran an, der Wald hier mit dem Wildgehege, Maislabyrinth und Selbstblickfelder, das wird dann natürlich dann nochmal ein bisschen größer. Ja, ist ja irre. Also ich finde ganz fantastisch hier, wenn man hier mit Familien herkommt. Corona war ja jetzt auch eine schwere Zeit, aber man hatte trotzdem die Möglichkeit, glaube ich, durch den Streichelzoo und durch den Spielplatz konnten immer auch noch Eltern mit Kindern mal vorbeikommen, ja? Genau, der Spielplatz war zwischendurch auch geschlossen, aber die Bereiche, die Sie gerade angesprochen haben, die sind die ganze Zeit offen gewesen und war auch ein schöner Ausgleich. Wie gesagt, man konnte durch den Wald wandern, an Waldlehrpfad lang und war natürlich insgesamt viel weniger los als normal, aber aus der Region, die Familien, die haben sich gefreut, ja. Ja, und man konnte sich trotzdem aber irgendwie so einen Coffee to go holen? Genau, wir hatten was zu mitnehmen, die Bäckerei hat was zu mitnehmen gehabt und wir hatten auch ein Drive-In, wo man sogar Spargelessen zum Mitnehmen kaufen konnte, entweder zu Hause essen oder im Auto oder dann standen hier weiter weg mitten auf dem Feld ein paar Garnituren, da konnte man sich auch hinsetzen und essen. War schon, wenn das Wetter ganz schön war, war schon sehr idyllisch, ja. Aber das hört sich ja super an. Sie sind ja ein Improvisationstalent. Das freut uns natürlich immer, aber macht solche Krisen machen, glaube ich, einen auch dazu, ja? Genau, das muss man in diesen Zeiten, war das gefragt, ja, immer so die Lücke so ein bisschen zu finden, ne? Ja, das glaube ich. Noch ganz kurz, ich bin ja schon öfter mal auf der Grünen Woche gewesen, habe da auch Standbetreuung gemacht. Da redet man ja nicht vom Spargelhof Kleisto, sondern da werden sie ja liebevoll Buwi genannt. Das ist ja aus den, also die Abkürzung aus zwei Familien, Buschmann und Winkelmann. Genau. Wie lange betreiben Sie denn den Spargelhof schon? Also die ersten Felder hier angelegt worden sind gleich 1991. Und dann hat sich, und da war hier aber, wo wir gerade sind, war gar nichts. Also wirklich nur Acker. Und ja, dann hat sich das so entwickelt. 1995 wurde die erste Halle hinter mir gebaut, da war ein ganz kleiner Hofladen drin und dann ist jedes Jahr ein bisschen was dazugekommen. 1997 haben wir das erste Mal Spargelessen mit angeboten, in einem kleinen Festzelt mit 6 Festzeltgarnituren, Wohnwagen drin und dort wurde drin gekocht. Und dann kamen immer mehr Leute von Jahr zu Jahr und durch den Wunsch der Gäste nach mehr, größer, schöner, neu, mussten wir uns jedes Jahr irgendwie was einfallen lassen und haben dann eben, wie gesagt, jedes Jahr so ein bisschen dazu gebaut und Attraktionen auch mit dem Streichelgehege und mit dem Spielplatz und dem Wildgehege und dann die Heidelbeeren gepflanzt und dann kam die Bäckerei und alles sowas und so ist es gewachsen, ja. Ja, super. Dann würde ich jetzt mal noch fragen wollen, wie viele Hektar haben Sie dann Spargel? Spargel haben wir ungefähr 800 Hektar jetzt. Oh, das ist eine Menge. Mhm. Und Sie versorgen damit das Land Brandenburg, auch Berlin? Auch Berlin, genau. Wir haben auch Außenstellen in Sachsen auch, wo wir auch eigene Verkaufsstände haben. Und es geht zum Teil ja auch in den Lebensmitteleinzelhandel und da geht es auch über das Land Brandenburg hinaus. Ja. Oh, super. Ich sehe, wir haben hier Grünspargel. Mhm. Ja, das ist unser Grüner. Das ist ja wirklich eine eigene Spargelsorte auch. Der wächst sehr oberirdisch, also im Gegensatz zum weißen Spargel. Und ist bei vielen Leuten auch bei mir zum Beispiel einer der Favoriten, weil er sich wirklich einfach in der Küche auch verwenden lässt und total lecker schmeckt, ja. Und auch einfach gut auch für Salate verwendet wird, ja. Genau. Weil den muss man nur so ein bisschen blanchieren, den muss man auch nicht schälen. Man schält so das untere Drittel und also ich mache es eigentlich dann immer in der Pfanne auch, also Stücken schneiden in der Pfanne. Gar nicht. Genau, ein bisschen Öhren, Olivenöl, vielleicht ein paar Schinkenwürfel, dann 10 Minuten eigentlich in der Pfanne anbraten, dann kann man gerne noch ein bisschen geriebenen Käse oder Parmesan rüber machen und dann ist eigentlich schon super. Fertig. Ja. Okay. Oder auch in, sag mal, ich mache auch gerne einen Salat mit auch leicht anbraten, erst den grünen Spargel, dann noch ein paar Erdbeeren dazu und ein bisschen Feta. Ja, kann lecker. Man sagen, ist echt lecker. Ja, genau. Super. Jetzt sehe ich, jetzt haben wir hier weißen Spargel, der ein Teil davon hat lila Köpfchen und ein anderer hat weiße. Ja. Was ist da der Unterschied?
Ich sag mal, das ist eigentlich so, das ist ein der weiße Spargel mit einem geschlossenen Kopf. Das ist so die Klasse 1, ne? Mhm. Der gerade weiße Spargel. Dann haben wir im Gegensatz dazu den krummen weißen. Das ist dann, der wächst halt in der Erde, der stößt zum Beispiel vielleicht an Stein an und kommt deswegen so ein bisschen erstmal, hält er sich auf und macht eine Kurve. Dann haben wir den ganz dicken und im Gegensatz dazu den ganz dünnen. Ne? Das kann man nicht beeinflussen. So der Restaurantspargel? Halt so. Nee, eher nicht. Also der Restaurantspargel ist wirklich schon dieser. Die, ja. Genau, aber es gibt auch wirklich Fans für den dicken hier. Ja, den Jumbo heißt der auch. Dann gibt es natürlich den ganz kurzen. Der, weil die Stange irgendwie während der Verarbeitung oder Sortierung oder beim Waschen, weil die einfach gebrochen ist, da wird dann der kurze draus. Und dann haben wir ja den violetten Spargel. Der Spargel hat schon ein bisschen Sonne gesehen, also wurde zu spät gestochen. Kann aber auch sein, dass jetzt sind ja die Temperaturen doch schon ganz schön warm, dass der selbst in der Erde, wenn es da sehr warm ist, dass der sich schon leicht verfärbt durch die Wärme an sich, die in der Erde ist. Und deswegen wird er auch violett und das ist dann eben hier nicht mehr ganz die Superklasse Premium, sondern eine darunter, weil es eben leicht violett ist, schmeckt aber nicht anders. Also ist genauso wie auch ein Krummer, der ist nicht irgendwie schlecht oder so, der wird auch im Kochtopf ja dann gerade und diese Sortierungen sind auch immer ein bisschen günstiger und kann ich immer nur empfehlen, auch diese Sortierungen zu kaufen, weil wie gesagt, schmecken tun die alle gleich. Ja, dann ganz lieben Dank. Ja, gerne.